Die Geheimnisse der Aalenwurst. Katharina Koch pflegt sie in fünfter Generation. Dass die Wurst nun endlich auch ganz offiziell in einer Liga mit Spezialitäten wie Schwarzwälder Schinken oder Nürnberger Lebkuchen spielt, für sie das Ergebnis eines langen Kampfes um Anerkennung. Es hat sehr lange gedauert, bis dieses EU-Siegel jetzt auf den Weg gebracht werden konnte. Also auch mein Vater und die anderen Metzger seiner Generation haben sich schon lange Jahre dafür eingesetzt. Und die Prozesse dauern da halt ein bisschen in der Gesetzgebung. Nun endlich das offizielle EU-Siegel. Heute wurde es in Kassel den ersten 10 Metzgereien verliehen. Nur ihre Würste dürfen den Titel Nordhessische Aalewurst tragen. Wie man hört, bin ich ja kein Nordhesse. Und als ich hierher gekommen bin, war ich fasziniert von dieser Wurst. Weil das ist eine der ursprünglichsten Würste, die man sich vorstellen kann. Da war es mir ein Anliegen, dass diese Wurst so geschützt wird und so erhalten bleibt, die Herstellungsweise und die Tradition, wie es jetzt ursprünglich auch, wie ich es gelernt habe von meinem Schwiegervater. Die Liste an Regeln für das Siegel ist lang und das Resultat von jahrelangen Verhandlungen der Metzgereien mit der EU. Besonders wichtig, das Fleisch darf nur von älteren Schweinen stammen, die mehr als 100 Kilo wiegen. Die Produktion darf nur in Nordhessen erfolgen und das Fleisch muss stets schlachtwarm sein, also direkt nach der Schlachtung innerhalb von 12 Stunden zur Wurst verarbeitet werden. Da gibt es Produktionsberichte, wo der Metzger genau aufschreibt, wann, wo das Schwein reingekommen ist und wie lange er produziert hat. Das muss er alles dokumentieren, auch unterschreiben. Er muss mit seinem guten Namen dafür stehen, dass er, was er aufschreibt, auch richtig und korrekt ist. Auf die Betriebe kommen also mehr Kontrollen zu und Zeitdruck. Da das Fleisch frisch verarbeitet werden muss, braucht es ein gutes Netz an Schlachthöfen oder gleich eine hauseigene Schlachtung. Immer mehr Schlachthöfe machen aber dicht. Die kleineren Schlachthöfe wie Kassel oder Bad Wildungen mussten schließen. Kleinere Metzger haben aufgehört zu schlachten. Und das ist schon eine Riesenherausforderung, weil das Land Hessen die Bedingungen für die Schlachtung und für die Verarbeitung von unseren Produkten ganz massiv nach oben geschraubt hat. Hohe Hygienestandards treffen auf traditionelles Fleischerhandwerk. Ein Spagat, den Metzgereien wie die von Katharina Koch täglich leisten müssen. Sie ist aber überzeugt, der Aufwand lohnt sich. Ja, für den Konsumenten, für den Verbraucher ist es natürlich toll, dass er weiß, dass es ein Produkt ist, das wirklich aus Nordhessen kommt, das wirklich aus einem selbstschlachtenden, handwerklichen Betrieb kommt und dass in der Aalenwurst wirklich nur das drin ist, was auch nur drin sein soll. Mit dem EU-Siegel sollen Verbraucher sofort das Original erkennen können. Nicht nur in Nordhessen, sondern auf der ganzen Welt.